und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klick-Klack. Nun, wenn Sie diese Ausgabe sehen, hat sich in meinem Leben schon sehr viel verändert. Und Sie können sich denken, dass ich aufgeregt bin und es kaum erwarten kann. Und so habe ich mich entschlossen, doch noch diese Ausgabe zu moderieren. Zumal ich auch vor kurzem im Wiener Konzerthaus mein letztes Konzert vor der Geburt gegeben habe. Es war ziemlich anstrengend und sehr emotional. Doch dazu später mehr. Denn beginnen wollen wir unsere Ausgabe mit einer ganz außergewöhnlichen Musikerin, mit einem außergewöhnlichen Instrument. Nun, Ksenia Sidorova spielt Akkordeon und das ist sicher eines der populärsten Instrumente. Aber in den großen klassischen Konzertsälen doch sehr, sehr selten zu hören. Ihr Repertoire ist unerschöpflich, egal ob von Bach bis Piazzolla oder von Verdi bis Bizet. Es ist ein Er. Ich beginne meinen Tag mit dem Akkordeon und beende ihn auch mit ihm. Ja, ich habe ein Privileg, dass ich als Akkordeonistin angekommen bin. Das liegt sicher am großen Repertoire und an den Musikern, mit denen ich auftreten darf. Ein russisches Volkslied, eigentlich ein Arrangement. Ich lernte es in der Musikschule. Damals war es ein schwieriges Stück für mich und heute merke ich, dass es ideal war, um die Technik zu üben, ohne Tonleitern spielen zu müssen. Es fing ja mit Volksliedern an und nicht mit Bach. Auf Bach war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich komme gerade aus einer Schule, wo ich mit Kindern musiziert habe. Und die baten mich, Yellow Submarine zu spielen. Ich sagte ja, ohne überhaupt daran zu denken, ob ich es auch kann. Ich musste also Yellow Submarine spielen. Really?
Als Kind machte es mir Spaß, aufzutreten, auf der Bühne zu sein. Aber ich war super nervös und habe so gelitten. Jedes Mal, wenn ich ein kleines Stück spielte, fragte ich mich, warum tue ich mir das nur an? Jedes Mal sagte ich mir, niemals wieder. Aber dann, wenn alles gut gegangen war, da dachte ich mir schon, naja, eigentlich ist es ja ganz toll. Es hatte mir Spaß gemacht. Und gerade wenn man dann später seine Aufnahmen anschaut, ist der ganze Druck einfach verflogen. Ich hatte nur tolle Erinnerungen an meine Auftritte und entschied mich nicht für eine Musikerkarriere, aber dafür, Musik zu studieren. Später musste ich mich entscheiden, ob ich an die Uni oder an eine Musikhochschule gehe. Und ich entschied mich für ein Konservatorium bei uns in Lettland. Aber es war nichts. Ich ging also zurück ans Gymnasium. 2 Jahre vor dem Abitur wurde ich dann zum Vorspielen an die Royal Academy of Music in London eingeladen. Bevor ich die Schule abgeschlossen hatte, wurde ich dort aufgenommen. Das war ein ziemliches Risiko. Die Schule verlassen, ins Ausland gehen und ein neues Leben anfangen. Allein. Ja, ich singe auch beim Spielen. Das hilft mir, um beim Üben die Melodie zu formen. Eine Geige oder eine Stimme haben ja nur an eine Melodielinie zu denken. Ich muss an zwei denken und alles machen, damit sie harmonieren. I have to think of both, but somehow I need to make it all meet together and work. Mozarts letztes Kammermusikstück, das Adagio und Rondo, Köchelverzeichnis 617, wird oft auf dem Klavier gespielt. Aber leider geht so Mozarts Idee verloren, denn er hat das Stück für die Glasharmonika komponiert. Das erste Instrument, das einen Ton lang anhalten konnte. Mit dem Akkordeon kommen wir also den eigentlichen Vorstellungen des Komponisten näher als mit dem Klavier. Es ist ein Spiel mit Tönen. Und die Töne verbinden sich dabei so gut wie ein Puzzle, das perfekt zusammenpasst. Deshalb ist diese Transkription sehr natürlich, wie die anderen heute Abend auch. I would dream of accordion really
Ich träume davon, dass man aufhört, sich über ein Akkordeon im Konzertsaal zu wundern. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Ich liebe es, wenn die Menschen nach den Konzerten zu mir kommen und sagen, ich wusste gar nicht, dass ein Akkordeon so schön klingen kann. Das sollte ganz normal werden. Also es ist schon einige Wochen her, dass ich mein letztes Konzert vor der Geburt gegeben habe. Und es war ziemlich anstrengend und sehr emotional. In Wien habe ich das Schostakowitsch Nummer 1 Cellokonzert gespielt. Normalerweise ist es ein Stück, den man sehr viel Kraft braucht. Aber ich spiele es schon seit 20 Jahren. Ich habe das Konzert zum ersten Mal mit 15 Jahren alt gespielt. Das heißt, mittlerweile weiß ich auch, wie meine Energie überhaupt fokussieren und auch aufteilen. Aber diesmal war es irgendwie anders. Das Bauch war ziemlich groß. Ich konnte nicht heran an das Instrument, wie normalerweise hineingehen kann. Auch die ganze Reiserei, überhaupt die Proben, die Generalprobe, es war alles einfach ziemlich intensiv. Aber ich muss sagen, es ist auch sehr interessant, einfach wie viel man mehr Energie und Klang hat. Wahrscheinlich, weil man auch natürlich einiges gewichtiger ist. Besonders den ersten Satz, es ist ein March, also ein sehr kompaktes ersten Satz, ziemlich kurz und extrem auf den Rhythmus fokussiert. Man muss es nicht vergessen, Mstislav Rostropowitsch, für wen geschrieben wurde, hat die Partitur, sozusagen die Solostimme, eigentlich bekommen und in 4 Tage auswendig gelernt. Er selber hat es erzählt, das war sehr interessant, dass er ist zu ihm gegangen, zu Schostakowitsch, und haben sie zusammengespielt. Er hat die Partitur auf dem Klavier gespielt. Einmal, das war noch nicht ganz perfekt, dann noch einmal und dazwischen immer Wodka getrunken. Und das dritte Mal haben sie gar nicht das gleiche Stück gespielt, sondern er hat schon Saint-Saëns Cellokonzert gespielt und Schostakowitsch hat eigentlich noch sein erstes Cellokonzert gespielt. Also ich glaube einfach, man kann sich gar nicht vorstellen, aber diese Freundschaft zwischen den beiden und natürlich die Kapazität auch, was Rostropowitsch hatte, überhaupt in 4 Tagen sich so ein Konzert auswendig zu lernen, hat es wahrscheinlich auch sehr aufgeregt, viele Komponisten dieser Zeit auch für so einen Cellisten überhaupt zu schreiben.
besonders dieses Konzert ausmacht in der Form, finde ich, es ist nicht nur die Verbindung zwischen diesen drei letzten Sätzen, zweiten, dritten und vierten Satz, sondern dass eine von diesen Sätzen überhaupt, den dritten Satz, es ist eine unglaublich lange Kadenz, eigentlich wie ein Monolog, aber ein Monolog, die alle seinen Themen in Verbindung setzt und die Möglichkeit gibt, den Solisten tatsächlich seine ganzen technischen Möglichkeiten, aber auch überhaupt die ganze Form dieses Stückes sehr kompakt hineinzubringen. Mal mit 15, 16 Jahre altes gespielt habe, immer fängt man eigentlich bei der Kadenz an, zum Studieren, zum Üben, weil eigentlich das Schwierigste ist, überhaupt dort dieses Konzept so zu formulieren, dass es irgendwie der Zuhörer eine kompakte Idee des Stückes geben kann. Heutzutage ist es für mich eine andere Herausforderung. Es ist immer, was passiert noch nach der Kadenz, weil die Kadenz, es ist schon so viel ausgeprägt und ausgesagt, dass es noch den vierten Satz irgendwie noch seine Position finden muss in dieses Konzert. Im Grunde genommen, man hat schon fast keine Kraft mehr nach der Kadenz, man ist schon erschöpft, man hat alles gezeigt, warum gibt es noch einen vierten Satz? Aber diesen vierten Satz, es ist eigentlich ein Fest. War der Großmeister des Gypsy Swing. Auf ihn geht alles zurück. Django Reinhardt, der legendäre Gitarrist, der in den 30er Jahren den Hot Jazz zur Vollendung brachte. Aufgrund einer Verbrennung an der Hand rang er sich abenteuerliche Fingersätze ab. Harmonien in gewagten Doppelgriffen, irrsinnig schnelle Glissandi. Nun, sein Erbe lebt weiter. In einer ganz neuen, jungen Generation von Gitarristen. Zu den interessantesten gehört zweifelsohne Gizmo Graf, Anfang 20 aus Stuttgart. Gelernt hat er alles von seinem Vater. Hier wird die Tradition noch von Generation zu Generation weitergegeben und Django Reinhardt zu völlig neuem Leben erweckt. Wir haben das Gizmo Graf Trio im Parktheater in Augsburg getroffen. Vater und ich, wir können keine Noten lesen. Wir spielen es einfach nach Gehör. Wir haben es im Kopf, also nicht nur im Kopf, im Herz, im Gefühl einfach. Uns fehlen halt die Namen dazu. Sagen wir mal so, wenn wir jetzt eine Akkordfolge haben von... Ich weiß nicht wirklich, wie ich die jetzt aufschreiben sollte oder so.
1934. Wahrscheinlich die bekannteste Komposition von Django Reinhardt, diesen Minor Swing. Zum ersten Mal gehört habe und auch zum ersten Mal versucht habe, so nachzuspielen, einfach Ton für Ton wirklich. Da wusste ich so, das ist so meine Musikrichtung. Das, jetzt habe ich es gefunden, was ich machen will. Und eigentlich war es schon von Anfang an klar, als ich es gehört habe. Aber dann, als ich es dann noch mal so Ton für Ton eben nachgespielt habe, das fängt an. Und so weiter. Das war für mich einfach, wie wenn ich ein Puzzle zusammensetzen muss. Und das war für mich eben dieses Spannende. So habe ich dann eben diese Django-Solos Stück für Stück geübt. Und dann konnte ich dann, ich weiß nicht, wie viele Django-Solos nachspielen. Aber es war dann für mich, später war es dann für mich einfach so, da dachte ich mir, ja, Django Reinhardt gab es ja schon. Und jetzt habe ich mir sehr viel Ideen rausgezogen. Und jetzt muss ich versuchen, was Eigenes daraus zu basteln. Wir versuchen so immer auf die Stücke unseren Stempel so ein bisschen aufzudrücken. Vielleicht können wir es nochmal spielen, kurz so. Also es ist jetzt unsere Version. Und so weiter. Also, genau, wir versuchen es ein bisschen moderner eben zu machen. Wie hätte Django Reinhardt heute gespielt? So, das ist unser Ziel so eigentlich. So. Durch seine Technik, die er hatte mit seinen zwei Fingern, er hat ja bei einem Unfall, hat er sich ja die Hand verbrannt. Dann hat er praktisch nur mit zwei Fingern gespielt. Und es war auch hier von der Anschlagshand, was total andere Technik. Er spielt weniger solche Wechselschläge, also sowas. Er spielt sehr viele Abschläge. Und das ist natürlich viel kraftvoller. Und man hört es einfach, wenn Django spielt. Also es ist alles sehr dynamisch und durch diesen Vibrato und so ist es einfach so kraftvoll. Gypsy Jazz gibt es Sachen wie. Ist auch ein bisschen klassischer irgendwie, finde ich. Und aus dieser einen Skala kann man so viele Sachen machen, auch nicht nur von den Tönen variieren, sondern auch rhythmisch. Zum Beispiel. Oder dasselbe einfach nur. Also es gibt. Es gibt eine Million verschiedene Möglichkeiten. Thank you.
das Stück haben wir eigentlich zusammen komponiert, mein Vater und ich. Da waren wir im Urlaub und da waren wir auch mit dem Wohnwagen unterwegs. Und da saßen wir so vor dem Wohnwagen und haben gespielt. Und da fiel mir dann plötzlich diese Melodie ein. Also. Und so weiter. Und nachdem wir dann dieses Stück fertig hatten eigentlich, dachte ich mir so, ja, das widme ich jetzt Django Reinhardt einfach, weil das hat einfach so gepasst von dieser Stimmung her irgendwie. Es war, ja, ich sag mal so, das zeigt einfach unseren Respekt so. Mit dieser Musik möchte ich mich verabschieden und freue mich, wenn Sie demnächst in meine Konzerte kommen. Denn sobald der Kleine da ist, werde ich wieder viele Konzerte geben. Und das mit wunderbarer Begleitung. Herzliche Grüße und bei der nächsten Ausgabe begrüßt Sie Martin Grubinger.